So, Sportmagazin Schwabensacker beim Bezirksliga-Kracher TSV Neusses gegen TSV Meidingen. Zur Halbzeit ja, führen die Gäste aus Meidingen 2-1. Wir haben hier eine Person vor der Kamera, ja, den Jörg Scherer von Fliesen und Design. Scherer, der schon lange im Verein ist, den TSV Neusses ein bisschen sponsert, war auch als Jugendleiter tätig, momentan zweiter Abteilungsleiter. Jörg, wie lange schon im Verein und woher kommt die Verbundenheit zum TSV Neusses? Seit 18 Jahren beim TSV Neusses. Meine drei Söhne spielen alle drei beim TSV Neusses seit 18 Jahren und aufgrund dessen auch die Verbundenheit zum TSV Neusses. Ja. Ja, zwei von deinen Jungs spielen heute in der Anfangsformation. Jetzt in der Halbzeit steht es 2-1 für die Gäste. Wie hast du die erste Halbzeit jetzt gesehen? Ich denke mal, es war recht ausgeglichen. Meidingen hat ihre Chancenverwertung wesentlich besser gemacht als wir. Ja, ich hoffe, dass in der zweiten Halbzeit die Chancenverwertung vom TSV Neusses etwas besser ausschaut. Ja, und dann können wir vielleicht das Spiel noch drehen. Ja, wir haben ja im Vorfeld des Spiels haben wir miteinander telefoniert. Fliesen und Design. Scherer, ihr präsentiert heute das Spiel. Sind die Jungs im Geschäft integriert? Einer meiner Jungs, der Philipp Scherer, ist auch bei mir im Geschäft, ja, als Fliesenleger tätig. Ja, und die anderen beiden sind andersweitig beschäftigt. Ja. Ja, beide Mannschaften, Meidingen sowohl als auch der TSV Neusses, spielen eine hervorragende Saison. Ist Meidingen noch zu stoppen? Ich glaube, es wird sehr, sehr schwer. Der 12-Punkte-Vorsprung ist kaum noch einzuholen. Es müssen schon von Meidingen der Seite her massive Fehler passieren, ja, damit da noch irgendjemand da vorne hinzukommen ist. Ja, für euch dann ja trotzdem eine tolle Saison. Es geht wohl darum, den zweiten Platz zu behaupten. Da kommt dann der Nachbar Kosmos Eichstätten ins Spiel. Natürlich ja für so ein Nachbarschaftsderby wäre das natürlich eine interessante Konstellation, wenn es dann irgendwo dann, ja, ihr habt ja nur das Spiel hier gegen Eichstätten, darauf hinausläuft, dass es hier dann auch um den Platz 2 geht in dem Derby dann. Das wäre natürlich sehr interessant. In der Vorrunde haben wir ja einen Sieg einfahren können und ich hoffe, dass wir das in der Rückrunde auch schaffen. Wäre für uns ganz, ganz wichtig, dass wir den zweiten Platz halten für einen weiteren Werdegang von uns. Wie wichtig wird dennoch der Aufstieg in die Landesliga für den Verein TSV Neusses? Ist natürlich bei uns Priorität. Wir wollen aufsteigen. Wir sind als Meister nicht aufgestiegen. Relegationsspiel gegen Memmingen damals war halt nicht ganz für uns gelaufen. Ja. Und wir hoffen halt ganz einfach, dass wir jetzt dieses Mal dabei sind, dass wir vielleicht über die Relegation das doch schaffen, den Aufstieg in die Landesliga. Jörg, erstmal danke fürs Interview, für das, dass er das Spiel heute präsentiert und dann sehen wir uns im Verlauf der Saison wieder. Danke.